Wunderschön. Heute mal jetzt gleich los. Aber wir dürfen jetzt darüber nicht mehr reden. Das ist klar, was unser Plan ist. Ja? Klar. Hört. Hi. Was soll? Mal gucken, wo noch ein Kumpel noch schreiben. Tag erstmal übrigens, alle Leute. Ja, wir spielen heute Atlas. Ich bin der Captain der Green Sky. Wir haben hier ein kleines Treffen und wird vielleicht zu unter Umständen zu einem Feuerfecht kommen. Auf der Black Sky, da drüben, da ist der Hara. Tag, Hara. Moin, moin. Und auf Ja, der Digga. Quatsch Fock da hinten. Da ist mein anderer Mate, der heißt Dork. Gespannt, ob die das schaffen, zum Auftauchen. Wie ist es bei dir und im Himmel? Bei uns ist der Rahmen schwarz. Bei dir? Nee, bei mir ist er völlig entspannt. Entspannt ist gut. Ich habe schöne Wolken und so weiter und Sonnenuntergang und so weiter. Alles sieht total schön aus. Ah, okay. Ja, wir kämpfen. Wo Mike sagt, ob ich weiß, um was es geht in den Treffen, ich schreibe einfach ja. Also das Also das ist. Ding ist, das ist mehr grobtränkig, ne? Also wir sitzen zusammen. Oh, warte. Ich hab Hat er gesagt, Zeit, wie Digga. lange Ich er noch braucht? Er hat er noch nicht geschrieben. hab den ganzen Abend Zeit. Ich auch. Oh, Heike, wofür zu trinken? Joho, Zu noch ein Schluck für trinken? den Harre. Zu trinken. Mach mal das Gejaule aus. Lass mich doch jaulen. Wir wollten um 10 Uhr starten, Alter. Wir haben schon 12. Sage nicht. Junge, Junge. Andere Menschen werden Stimme von uns bekommen. Nein, nicht Ja, hier. das hier ist meine. Oh, ich hab mal die Leiter unten. Ist eine eine Galeone und die Benherrschaften, die fahren eine Brigantine. Oh, die Leiter schnell wieder hoch. Aua. Ja, ey, Stork. Ich weiß eigentlich die in Spielnamen nicht. Oh Gott, wie heißt die im Spiel? Jack, wait. Was? Jack, warte. Jack Wade. Jack Wade, okay. Nicht Jack, warte. Jack, wait. Jack Weil ich Wade. hab dich geliebt, Rockstar. Okay. Jack Wade. Ja, kriegen. Willst du auch noch Grog haben? Ice Dog? Jack Wade? Oh Gott. Ja. Ruf doch einfach Jack, Mann. Ja, genau. Jack, willst du auch noch? Ich komme. Das gibt's da drüben bei. Wir treffen uns bei mir. Hast du Enterhaken? Kommst du hier überhaupt hoch? Galion? Ja. Ich habe Hinterhaken, ich komme hoch. Jetzt. Oh, guck mal. Nein. Ehrlich, nein. Hochgucken. Genau, die Musik, die halt auch immer zu laufen. Ist dein Ernst jetzt? Gott sei Dank. So, Captain kommt an Bord. Ist auf der Tachara. Galeone. Ja, ich besorg. Feuer. Ich Feuer haben, was ist los? brauche ein bisschen Grog. Da kommst du einfach hier hin und nimmst das einfach. Ja, das habe ich schließlich auch hier raufgebracht. Ich bin schon wieder weg. Guck mal, da haut er sofort wieder ab. Da kommt er wirklich auf die Galeone. Sag ich dir. Nein! Ich komme, ich komme. Ey, Lüte, hier. Du hast gesehen, die kommen auf meinem Schiff.
Glaub mir, mein Grog. Nicht die, er. Das ist nicht dein Grog. Glaub nicht. So, hier. Jack. Fällt anscheinend noch ein bisschen dauert. Ehrlich? Ehrlich? Ich bin alle geschlagen, ey. Warte mal, bist du noch da oder bist du schon weg? Ja, ich? Ja. Da. Okay, bleib mal noch hier. Ich will dir noch schnell was geben. Hast du noch gelbe Vitamine für mich? Guck rein, da sind Sachen, die machen manchmal zwei Sachen gleichzeitig. Nee, aber gelb hab ich nicht. Ja, dann geh schlafen und komm immer wieder. Das tut mir dann leid. Ja, ist gut. Jetzt wird's schlimm. Wo bist du? Hier? Ice Dog, hier für dich. Die kannst du unter Deck mal irgendwo anbringen. Das. Dampen, ne? Ja. Ich guck, ob ich noch Haken habe. Alter, ich bin da besoffen, Alter. Das war eine ganz dumme Idee. Oh, warte. Ja, hier. Ohne mich den Party macht da drüben, ne? Ne, ich hab leider keine Haken mehr. Musst du so irgendwie verteilen. Mach doch mal die scheiß Musik aus. Die hast du bei dir an. Bäh. Doch, deine Box ist an. Meine ist auch aus. Hast du ja ein paar Hallos wieder? Ich hab gesagt, wieder nicht von den Alter. Aber nee. Du sollst nicht so viel trinken, richtig. Ich hab nur gerade so einen Frosch gefunden, da hab ich dran geleckt. Ich hab den auch nicht hier. Ice Dog, bist noch da. Hier, ich hab noch ein paar Haken gefunden. Wie lade ich denn die komischen Pistolen nach? Wenn die alle sind, sind sie alle. Die kann man nicht nachladen. Die Gärpflanze, hast du keine mehr? Nö. Warte, ich komm rüber. Hast du noch Farbe? Ja, das ist, was? Farbe? Ja, Farbe hab ich noch. So, Ice Dog, rutsch mal. Ice Dog, rutsch mal, Alter. Ich zeig dich mal. Jack, die kannst du übrigens bei dir auf dein Brot anbringen, die Lampen. Jetzt. Okay, mach ich. Schön unter Deck anbringen. Sind so schön grün strahlend, ne? Richtig. Als hätten wir drauf gekotzt. So, Captain kommt an Bord. Emma, Pity. Ja. Was ist das denn hier? Guck mal. Ja. Warte, Moment. Was ist das? Ja, genau. Die will ich hier gerade anbringen. Du hast hier irgendwo. Jetzt muss ich selber mal kurz gucken. Genau, hast du nicht. Sondern das baue ich dir schnell mal. Was ist denn das? Jetzt sind Lampen, die kannst du hier ranmachen überall. Oh, Lampen, toll. Ja, die bereite ich dir jetzt auch gerade vor. Hast du mir gelbe Vitamine mitgebracht? Ich habe keine gelben Vitamine. Deswegen wolltest du rüberkommen? Nee. Du rübergekommen, weil du die Lampen anbringen wolltest? Ja, und die Gärpflanze geben wollte. Gärgans. Halt euch seid. Oh, ja, genau. Gärpflanzen. Kann ich ja noch an in die Luft schießen. So. Wo bist du? Hier, pass auf. Hier kriegst du noch ein bisschen Farbe. Ja, hier. Hier kriegst du ein paar Gärpflanzen. Dankeschön. So. Und jetzt macht hier nicht zu viel hell, und sehen wir gleich nichts mehr. Okay. Und zwar habe ich die angebracht an den Mästen unten. Unten okay. Im Boot. Ice Dog. Ja? Und jetzt. Boah, das, das macht mich ganz fertig, ey. Und jetzt sind die bestimmt, kommen die von hinter uns, kommen die. Ich würde so abfeiern. Ich
mir gerade vor wie der fliegende Holländer von SpongeBob. Gehen wir mal schnell noch was zu trinken holen. Bin gleich wieder da. So, wieder da. Ja, willkommen zurück. Ja. Siehst du, sieht doch gut aus, die Boote. Boah, Alter, ist ja total irisierender Schleim ist das. Er sieht aus wie die, wie du die Boote sonst immer siehst hier, die verdammten Schiffe. Okay. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Hier sind schon zwei Leute. Ja. Und die anderen, die tudeln hier auch gleich alle ein. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Nein, nichts reden. Okay. Richtig. Don't forget to play the right thing at the right time. Richtig, wir lassen einfach spielen. Soll dann auch auf dein Schiff drauf kommen oder? Nee, ihr könnt ja die Dinger da abschießen und versuchen und wenn das Boot untergeht, geht das Boot unter. Ich muss bloß weg. Erstmal schießen wir gar nichts. Nee. Es kann ja so sein, ne? Wir wissen ja, wie das ist. Ja, schon so sein, wie es sein muss. Locker bleiben! Harald ist schuld, wenn was nicht klappt. Ich hab breite Schultern, alles in dem grünen Bereich. User disconnected from your channel. Oh oh. Wer war denn das jetzt? Wahrscheinlich Heiko. Ja, der Heiko. Alter, kriegt ihr mal der TS an. 1, 2, 3, 4, das ist wieder gut besucht. Alter, was ist da denn alles los? Mach mal einen Testschuss. Wie man den macht? Ja, nee. Achso. Ja, er macht einen Testschuss. Mit was hast du denn jetzt den Testschuss immer? Mit der Kanone, die vorne. Die vorne dran ist, wa? Was machen die so? Hier, so sieht mein Testschuss aus. Habt ihr das gesehen? Was denn? Guckt mal zwischen eure Boote. Jetzt mache ich meinen Testschuss. Ja, ach. Ich glaube, das gleiche können die auch. Ich glaube sogar noch besser. Abfahrt. Richtig. Doch sagen, dass du deine Kanonengedönse dann mal zumachst. Achso, oh, ja, stimmt. Wäre super, wenn es mal wieder hell werden würde. Nee. Wäre super, wenn die jetzt endlich mal sich bewegen würden, hey. Hast du diese Du. Grün macht mich ganz stussig. Ich kann heute Nacht bestimmt nicht schlafen. Was?
Weck mich, wenn die angekommen sind. Auch viel zu lang wieder. Ja gut, die braucht Weide, ne? Glaube ich, nicht gleich ins Bett. Warum, Kasi, warum? Habt ihr noch Kanonen eigentlich an Bord? Das geht, wenn ihr an euer Steuerrad geht, dann seht ihr das unten links. Joa. Doch. Ja. Hört. Siehste. Logs sind auf der falschen Insel. Geht zu lang, braucht man die kleine Insel zu. Hörst du immer so ungeduldig bist, ne? Kriegt ihr doch einen Kopf und hat die Schnauze. Ja. Bist du gerade lustig oder wann soll ich rüberkommen? Was ist das Schnurrbart kann gehen? Ja, kein Schnurrbart. Gesicht gepackt, ne? Dass meine Sackhaare verdreht, das kannst du machen, aber also, mehr nicht. Du bist doch nur ungeduldig. Jungs, nehmt noch einen Grog, bleibt entspannt. Genau. Mit den Grocken hat die Fresse. Hab ich doch gerade schon gesagt. Einmal mal mit Grog. So alt bin ich noch gar nicht. Na, Alter, ist auch zu mir. Glaubt, ich müssen wir mal vorne an der Galionsfigur festbinden und dann gegen den weißen Walmer rammen. Aber das war vorhin, war das doch nicht der weiße Wal, das war der blaue Wal. Gibt es noch einen weißen Wal? Hast du doch gesagt. Ja, ich hab den blauen Wal gesehen. Gerade mehrere Wale gesehen, aber ich weiß nicht, ob der weiß, blau oder sonst irgendwas. Ich hab nur gesehen, dass ich ganz schnell weggekommen bin. Aber komm, das sieht doch gerade echt schön aus, der Sonnenhof, Jank. Mit dem Nebel hinter uns. Ja, mach doch mal. Mach mal meinen Stream an, es sieht total traumhaft aus. Ja, super. Irgendwas machen wir ich verkehrt. Oder ich hab zu viel Grog gesagt. Es sieht traumhaft aus. Ja, ja. Achso, ein Thema Pilze. Oh, jetzt wird bei mir auch hell. Entschuldigung. Oh Mann. So viele sind aber. Als Captain, ne? Also dieser komische Captain Gustavo-Lampe, ne? Also den kannst du voll in die Pfeife rauchen. Also da der schafft es ja noch niemals pünktlich hier aufzutauchen hier. Wir waren hier vor 3 Tagen um 10 Uhr verabredet. Ja,
ist ja super. Das kostet jetzt, richtig. Ja. Brauche ich erstmal wieder Faltencreme, dass mir das aber wieder runterkommt. Faltencreme. Ja, tja. Aloe Vera. Aloe Zerkut. Das gibt's ja. Die Aloe Vera Zerkut als Ausfallcreme, Alter, du bist lange sitzen. Ja, auf den Deck, Alter. Die Sonne scheint mir auf die Zieren. Gut auf die Haut und ich sehe aus wie ein alter Sack. Das ist doch alles richtig, du bist ein alter Sack. Genau das habe ich erwartet, dass du das jetzt sagst. Also ich bin der Meinung, ich weiß leider nicht, wo die Base von denen ist. Die habe ich noch nicht gefunden. Aber ich bin der Meinung, die müssten von dort kommen. Aus der Richtung. Ganz ehrlich, die werden schon längst hier. Also meine Insider haben mir gesagt, ich weiß ganz genau, wo die Base ist von denen. Ja, ich hab sie gefunden, Oha. Oh, das kann ja später sein. Ja. Wenn sie mal irgendwo mal auftauchen hier. Ja genau, die Leute, die gestorben sind, dafür tauchen wieder auf. Ja, die tauchen nicht mehr auf. Die habe ich schön ordentlich versenkt, wie das gehört, für Piron. Dass du das nicht weißt, du Hafensänger, ne? Das war mir klar. Alter, hör mal. Fängst du jetzt hier Stress an? Was, hör mal. Kannst du das gleiche Mal einmal an der Leitbildung rufen, mein Freund? Ja, komm doch rüber. Brauchst dich eh nicht. Hätt ich auch, wenn ich will. Ich trau mich eh nicht. Okay, warte mal. Nee, bleib weg, ich hau ab. So. Ich hab geblufft. Wo bist du denn? Lass mal gucken. Darf ich dir das Fernrohr raus? Mal gucken, wo der Depp rumrennt. Ich brauche nicht mal ein Fernglas. Steht oben auf der Kommandobrücke. So wie du. So wie du. So ein Schuss, Jack. Kill, ach ja, apropos Schuss, ich hab hier noch was Cooles. Warte mal, wie weit kam ich denn damit? Ja, du darfst an Bord kommen. Komm. Paul. Noch ein Krog. Ich glaub, ich mach nichts. Er nehmen beide jetzt noch einen Film an, Alter. Vielleicht. Ich kann mir vielleicht noch Master und Commander komplett ansehen, bevor der hier auftaucht. Mach doch nicht so viel Stress. Oh, da ist eine Schildkröte im Wasser. Vor der Black Sky. Wo ist er? Hier bei mir. Komm, die schnapp ich mir. Ich hab die Raffe getroffen. Ich jetzt? Welche? Komm jetzt. Oh nee, ist nicht dein Ernst. Doch, du bist langweilig. Giraffe ist tot. Muss ich mich hier um alles kümmern? Jetzt holst du die nächste Giraffe, oder was? Ja. Ja, ich von dir aus.
Der ist zu weit weg. Was du nicht siehst, das ist ein Gustavo. Ist halt hier echt zu wenig. Ich sehe hier nicht. Ist ein Film. Alter, ein Boot ist so kaputt. Und die Black Sky bestimmt auch. Was? Nö, bei mir ist alles im grünen Bereich. Hast du nochmal repariert oder was? War noch gar nicht kaputt. Oh, da kommen sie. Wo denn? Vor dir. Ah ja. Mikrofon muted. Kommt rüber. Herr Lampe, Captain Lampe. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Herr Lampe. Mikrofon activated. Sieht irgendjemand auf Boot jemand? Dort doch, Herr Lampe steht da dran. Mikrofon muted. Herr Lampe. Ich hab aber jemanden gehört, hast du gehört? Mikrofon hörst activated. Du mich schreien? Hörst du mich schreien im Spiel oder nicht? Mikrofon muted. Herr Lampe. Kommen Sie hier an Bord? Ja, ich bin hier drüben, ich komm gleich rüber. Jetzt. Mikrofon. Aber keine Quelle. Weibliche. Was? Ich hoffe, dass du eine Lampe hochkommst. Problem, aber die Segel setzen. Hey, danke schön. Ich würde gerne mit dem Captain sprechen. Wer ist denn von Ihnen der Captain? Ich bin der Captain. Den ehemaligen Captain, den gibt es nicht mehr. Den habe ich erschossen. Zwei, hast du gehört? Zwei Mikrofon activated. Sie haben ihren Captain erschossen. Deswegen fahre ich ja auch hier rüber. Richtig. Die haben angefangen, schlimme Sachen zu machen. Und das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich mir das Recht rausgenommen, einen Kampf mit meinem Captain und habe ihn dann erschossen. Mikrofon activated. Was sind das für böse Sachen gewesen, die sie gemacht haben? Oh Gott, was sind für böse Sachen gewesen? Mikrofon muted. Die haben das Gold nicht richtig aufgeteilt mit der Crew. Und deshalb haben sie ihren Captain erschossen. Richtig. Wissen Sie, warum ich heute Abend hier bin? Ja. Ich hab den Vertrag, den hab ich doch sogar bei mir gehabt. Den hat ich meinem Captain gegeben, meinen damaligen. Das ist richtig. Sie schulden der Cerberus Kompanie 2000 Dublonen. Aha. Ich soll wem was schulden? Wie viel? Ja, waren doch ja, was ist denn los? 2000 Dublonen, oder nicht? Ich will jetzt eigentlich von aufklettern und sich von dem, warum? Ja, auf diesen komischen Wisch, was da hier geschrieben hat, das stand 4500. Nee, da standen 800.
Meine Frage war eigentlich gewesen, weniger jetzt. Wie drüber gehen soll. Nee, wartet mal. 800 standen da drauf. Dann sind das jetzt weniger geworden. Wahrscheinlich. Ich hab 4500. Dann waren das jetzt 400. Was? 800. 800. Und Sie sind jetzt hier und wollen von mir Geld haben. Richtig. Wir haben aber allerdings noch mal zu klären. Das habe ich letztens schon Ihr Captain gesagt. Was haben wir wieder oder Sie mit meinem Captain? Mit dem damaligen? Dann ist mir egal, wer von Ihnen jetzt der Captain ist und warum Sie den erschossen haben. Ich sehe das nicht ein, dass Sie meine Crew bedrohen. Ich habe doch nicht Ihre Crew nicht bedroht. Ihre Mannschaft hat meine Crew bedroht. Echt? Nein. Das war aber sogar hier in der Nähe gewesen. Und darum sind wir heute hier, um dieses endlich mal aus der Welt zu bringen. Es kann nicht sein, dass Sie hier mit Ihrem Schiff, nur weil Sie Piraten sind, hier von Land zu Land fahren und überall Ihre Beute zu ihm machen. Das geht nicht. Und wieder die, dafür bin ich doch Pirat. Leben denn alle noch von Ihrer Crew? Von meiner Crew werden definitiv immer alle überleben. Sehen Sie, von daher ist doch alles gut. Da gebe ich mein Wort drauf. Deshalb ist doch alles gut. Ja, Sie wollten ja auch was von mir und nicht von meiner Crew. So, kommen Sie jetzt rüber und bringen Sie mir jetzt erstmal das Geld, dass wir in Ruhe reden können. Ja, Junge, was labern Sie da rüber. So lange? Müssen wir allerdings nur sagen, wo ich raufkommen kann. Oh, warum schießt ihr? Mikrofon muted. Feuer einstellen. Was machst du denn da? Ihr wollt Krieg, dann kriegt ihr Krieg. Das ist mir egal. Gespräch, wir kommen wieder. Stehen bleiben. Mikrofon activated. Okay. Das war ein Versehen. Der darf die mit. War nicht mit Absicht. Hallo, das war ein Versehen. Sie haben ein Boot beschossen. Ich schieße mir zurück. Mikrofon muted. Ich bezahle dafür. Herr Lampe, kommen Sie wieder zurück. Ich bezahle dafür. Mikrofon activated. Okay, er will schießen. Das heißt, Boot versenken. Okay, Leute. Oder, warte. Schießt schon einer? Nee, warte. Er dreht. Dann können wir den ein... Fährt raus, dann versucht den einzukesseln, dass er vorne nicht raus kann. Gut, das heißt feuerfrei. Na toll. Warum? Ice Dog. Warum? Könnt ihr noch rüberrufen, stehen bleiben. Ich bin ja schon dabei. Ihr habt die schnelleren Boote. Und das Boot geht unter. Das sinkt. Ja, klar, ich hab mir gerade auch voll getroffen. Nee, wir müssen jetzt noch die Beute holen. Warum, Eisdog? Verdammte Axt. Er schneidet ihm da den Weg ab. Ach, Eisdog, ey, du bist voll die Pfeife, Alter.
mit Absicht. Ihr müsst ihn den Weg abschneiden, ich kann nicht so schnell drehen. Ich würde sagen, Sie bleiben jetzt erstmal stehen, mein Herr. Sonst gibt es Aua. Oh Gott. Oh Gott. Jungs, ich mache das ganz alleine, ohne euch. So, das Ding ist gesunken. Jetzt holt die an Bord. Holt die an Bord. Nimmt die gefangen. Oh Gott. Stopp. Ich bin auf Tauchstation. Alter, ich glaube, sie sind tot. Ey, wär toll. Jetzt ist es so überhaupt nicht gelaufen, wie wir es geplant haben. Verdammte Axt! Ihr müsst dann auch C wieder drücken. Ne, die leben noch, glaube ich. Nee, sind die nicht. Ich bin Wasser, Jungs. Hacke? Mann, ist euer Ernst. Der hätte ja stehen bleiben können, wir haben ja gesagt, es war ein paar Seen. Ja, jetzt stimmt auch, ja. Aber egal. Warum hast du das überhaupt gemacht? Ich hab mal kurz was probiert, ich dachte, ich muss ja die gleich schießen, die Idioten. Ich wollte die Teile aufmachen. Die schießen sofort, wenn es aktiviert ist. Jetzt weiß ich. Das hab ich euch aber vorhin eben mal kurz erklärt. Das ja, ist super. War wahrscheinlich. Was machen wir jetzt? Ja, jetzt sehen wir mal kicken, was da so ist. Nur Holz. Ich bin sprachlos. Was gerade gehört? Niemand legt sich mit Gustavo Lampa an. Ja, jetzt liegt er da. Niemand denkt sich Gustavo Lampa. Hat er das wirklich gesagt? Ja, klar. Du verarschst mich, ehrlich? Wo seine Verbündeten? Die werden auch irgendwo sein. Vorne rechts habe ich ein Schiff. Wo vorne rechts? Wo wird mir gerade ein Schiff angezeigt? Ja, warte mal. Nee, alles gut. Also, wo? Gustav ist wirklich gestorben jetzt da? Gestorben? Und jetzt? Der Plan war eigentlich, uns aus der Bucht rauszulocken. Und das ist richtig. Die Arme der anderen. Bloß die Arme der anderen sind ja nicht da. So, ich werde jetzt mal von Bord gehen und mal gucken, was dort ist. Ihr behaltet den Horizont im Auge. Voll. Oh Gott. Mann, erschreckt mich schon. Ich habe einen Follower reingeguckt. Was? Plutonium Boy. Danke 81 für den Follower. Mann. Alter, erschreckt mich schon. Wir haben die so schnell versenkt. Da haben wir nicht mit gerechnet. So, pass auf. Oh Gott. Oh Gott. Das war überhaupt nicht der Plan. Hättest du einfach Kokosnuss gerufen, Alter. Wäre viel einfacher. Nein. Mit so Kokosnuss? Was meint ihr mit Kokosnuss? So, das heißt, ja, eigentlich könnten wir jetzt in unser Gebiet erstmal fahren. Ja, wir sollten abhauen, oder? Ja, wer ist das? Wir haben ja hier alles erledigt.
Was? Ist das eine Truhe, die da oben schwimmt? Nee, ich war gerade da, ist keine Truhe. Das symbolisiert quasi, dass da unten jetzt ein versunkenes Boot ist. Und das bleibt jetzt ganz lange. Du kannst jetzt mit einem Boot Taucherglocke und dann kannst du da runter gehen und kannst dort. Ist das tief unten? Oder soll ich vielleicht mal kurz schauen, bevor wir abhauen? Das ist ganz tief. Oh. Das schaffst du so nicht. Ihr müsst drehen übrigens. Wir müssen ja nach Backbordseite. Ich bin eh schneller als ihr. Ihr seht in die Richtung, die ich gerade anpeile, in die Richtung fahren wir. Ey, na toll. So. Er wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das heißt, dass wir übrigens 5 Zuschauer, einen wunderschönen Fairpoint, moin! Ach, das funktioniert ja hier, wie funktioniert das, Mann? Wir haben auch TS, dezent, fertig. Ja, wir fahren jetzt erstmal in Richtung Heimat. Und die anderen werden wahrscheinlich gleich dazu stoßen, weil das Problem ist ja das, ja? Dadurch. Der darf ja jetzt erstmal 15 Minuten keine Rache üben. Der ist so, er ist gestorben. Also ich sehe ihn nicht an Land. Von daher. Wenn uns die Schiffe begegnen, sag bitte die Ziele an. Oh Gott, ich krieg eine Nachricht. Oh. Was? Ja, ihr ab. Was? Was? Ja, ihr ab. Fragezeichen. Was? Ich würde sagen, wir umrunden noch mal einmal kurz diese Insel hier. Gucken, ob da noch ein paar andere Spacken rumhangen. Er schreibt gerade. Die Insel eh mal umrunden, okay. Nach links dann, oder? Ja. Richtig. Okay, komm. Machen wir das. Oh ja, Tornados! Ja, alles gut. Ihr sagt immer die Segel schön mit dem weißen Pfeil ausrichten, das ist immer alles. Dass sie schön immer im Wind stehen. Oh shit. Irgendwas ist hier sunken. Ja, mein Schiff ist gesunken. Ah, wieso? Ja, keine Ahnung. Ara, ich noch? Ja, ich lieg noch. Komm zu dir. Komm. Halt aus. Was? Wieso das denn jetzt? Das ging so schnell. Ich konnte nichts machen. Ich hab ja gesagt, dein Boot ist total angeschlagen. Ja. Wir konnten es auch nicht reparieren. Ara, wo bist du? Siehst du mich? Seh dich. War ich auf dich zu? Ja, nein. Weiter rechts. Weiter rechts? Von dir aus? Ne, von dir aus. Alles gut? Ah, ich seh's. Wieder ein Segel, ja. Ja, Segel einholen, Segel einholen. Mach ich. Also ich fahr jetzt wieder zurück. Ich warte euch auf euch hier vorne auf der Ecke. Oh nein!
Oh nein! Ich bin hier irgendwo aufgelaufen. Ara, hast du einen Hinterhaken? Nein. Ach, scheiß. Fuck, der Wirbelsturm. Scheiße, wo ist denn hier drin? Fuck. Ich bin gleich bei dir, aber Leiter brauche ich. Wo ist hier eine Leiter, Alter? Da ist keine Leiter dran. Also da sind schon Leitern dran, aber die müssen da erst runtergelassen werden. Ja, links und rechts. Hinten und vorne. Lass mal runter, ich bin direkt am Boot. Ah, da hab ich's. Was war? Ich bin, Oh, fuck. Auf der rechten Seite kommen. Auf der rechten Seite vom Schiff ist es. Okay. Mein Boot geht gerade unter. Ich musste ganz schnell reparieren. Ja, dann mach mal. Ohara, Fisch! Fisch oder Wal? Oh Gott, ich hab hier vorne schon ja keine Dinger mehr dran, keine Planken mehr. Ara, kommst du auf? Ja, ich bin dabei. Gar nicht so einfach. So, das Boot ist erstmal wieder repariert. Um Gottes Willen. Alles gut. Die Gummi. Boah. Bist du da? Ja, ich geh drauf. Seht ihr mich? Nee, ich bin wieder zurückgefahren, um mich zu holen. Achso, ja, wir treffen uns dort, wo wir gerade eben gestanden haben. Ach, wieder zurückfahren? Ja. Ja, wir müssen uns doch irgendwie wieder treffen. Junge. Die haben mich so. Der Sturm hat mich sofort zerrissen. Sofort. Gut, war sowas von kaputt. Bleib mal genau da stehen, wo du jetzt stehst. Was? Bist du sicher? Ja, ich bin zu weit weg von euch, sonst. Oder willst du da alleine rennen? Klassiker hoch 10, ey. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ja. Danke. Boah, da wussten wir ja noch nicht, dass wir so ein Schieß wie Captain Wade dabei haben. Captain Jake. Aber dass die anderen nicht weggefahren kommen zurück, das ist auch was ganz komisches. Oh Mann. Ich habe ja noch ein Boot in der Nähe zu stehen, oder? Ist das in der Nähe? Ne, ist anderthalb Grits weiter. Also hast du wieder alles kaputt gemacht. Was denn? Mein Schiff steht noch. Was ist mit eurem Schiff? Du Idiot. Du hast als erstes geschossen. Boah, aber nicht mit Absicht. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ah gut, wir kommen jetzt.
Nee, 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 wir treffen uns genau da wieder. Ich sehe euch, ich komme zu euch. Oh, hier liegt die Briggy. Warum ist dein Schiff wieder weg? Hier ist noch die ganze Crew, die habt ihr alle stehen lassen. Ja, dann denkst du, ich rette die Tornado? Klar. Nein. Ja, was machen wir jetzt überhaupt? Ich pfeife jetzt erstmal die ganze Crew hier zusammen. Ach nee, geht gar nicht. Dann geht ja mein Boot unter. Ach man, das sind alle zu Mäusemelken. Wir müssen erstmal einmal hier um die Insel fahren. Ne? Hier müssen ja noch ein paar andere Leute sein. Eventuell. Da. Weiß das. Da bist du. Hinter uns. Wait. Hinter uns. Bist du hinter uns? Der Ketten. Ja, schön. Was will er jetzt machen? Der hat die Segel eingesetzt, der eingefahren. Ja, ich bin gerade vom Bord gesprungen und wollte gerade die Crew retten. Und? Dann fiel mir auf, ich kann die Crew ja nicht retten. Die müssen jetzt hier alle sterben, weil ich zu viel Munition an Bord habe. Und ich komme jetzt zu euch. Zu dir, du brauchst zu lang. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob die da irgendwo sind. Der Prozent irgendwo. Ara? Ja, bitte. Nö. Heißt hier nö? Ich hab grad von eben. Wir haben es noch selber gemacht von den NPC-Lern. Nö, eben nicht. Nicht von den NPC-Lern, von der Crew. Ja. Junge, Junge, Junge. Mann. Oh mein Gott. Anna, hol mal einen Fahrer, du bist das Schiff alles am Mann. Warum? Weil wir grün sind, wer ist sofort getan? Bitte, was machst du? Ich fahre da zu der Insel und guck, ob die da irgendwo sind. Oh, ein bisschen Steuerbord. Denkst du, die beiden haben überlebt? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Gerade so eine Situation noch nicht. Habt ihr geschossen? Nein. Haben wir noch dich geschossen gerade eben?
Nee, oh, klang gerade komisch. Oh, ich geh mal kurz auf den Ausguck. Um zu gucken, was da los ist. Weißt du, wie der dunkel kann das sein? Ja. Oh Gott. Was heißt, oh Gott? Ah, da unten. Ah, ich sehe euch. Die sind da, kommt runter. Okay, Hara, wir schnappen die uns. Jo, klar. Oh Gott. Wo sind die? Die stehen hier am Strand. Mikrofon muted. Hört ihr mich? Microphone activated. Oh, ich war das schon. Microphone muted. Ihr werdet jetzt ans auf Boot geholt. Microphone activated. So, pass auf, ich schieß hin, wo sie sind, ja? Guck hin. Da hinten sind sie. Da hinten? Genau da. Ich hab gesagt, lass uns halt wie Männer klären, lass die Frauen in Ruhe. Lassen uns das wie Männer klären und lassen sie die Frauen in Ruhe. Da ist er. Haben Sie mich verstanden? Ja, habe ich. Sie können gerne an Bord kommen. Lassen Sie uns in Ruhe. Hi, ich komme an Bord. So, der kommt jetzt zu mir an Bord. Kommt einer von euch noch mit rüber? Ja, selbstverständlich. Harald, gehst du rüber? Ja, ja, mach mal die Leiter runter. Hast du keinen Enterhaken? Die Leiter ist von meiner Seite aus gesehen auf der rechten Seite aus ziemlich weit hinten. Hier, wo ich quasi stehe. Da sehe ich. Achte auf das Weib. Mikrofon muted. Kommen Sie an Bord, Herr Lampe? Ja, ich komme jetzt an Bord. Ich sehe ihn ja nicht. Warte. Ohne Bewaffnung, sonst werden sie sofort erschossen. Herr Lampe. Ich hoffe, Sie haben mir zugehört. Bitte, ich habe Sie jetzt nicht verstanden, aber war ein bisschen Wasser am Ohr. Ohne Bewaffnung. Oder ich muss Sie erschießen. Ich habe nur mein Messer dabei. Mehr habe ich nicht. Ja, das können Sie gleich oben auf den Tisch legen. Mach ich. Die Frau schwimmt. Wiederhole. Hi, da bin ich. Geben Sie mir das Wort, dass Sie die Frau in Ruhe lassen. Ja, wir lassen die Frau in Ruhe. Wo ist denn die Frau? Die steht am Strand. Die hat nämlich die ganzen Waffen dabei. Microphone activated. Ich hab gesagt, die steht am Strand, lassen die Frau in Ruhe. Ja, so sieht man sich wieder. Gustavo. Hara, Alter, du? Ja. So ist das halt. Man muss halt Schulden bezahlen, mein Freund. Du Ratte, fällst mir den Rücken. Was für ein Rücken? Mein Rücken wäre gut ausgepolstert, wenn er mit Gott gefüllt wäre. Alter, wir waren Freunde. Und du fällst mir in den Rücken, indem du diesen Geiern mit anschließt. Microphone muted. Ja, schaut so aus. Die haben gesagt, wir kämpfen Seite an Seite.
Tja, aber Gold stärker als Ehre. Glaub das. Du hast keine Ehre, du Hund. Doch einmal Hund, Hund und du frisst hier schlechten Fischmann. Alter, wir haben Seite an Seite gekämpft, ne? Wir haben gehandelt. Wir haben alles gemacht. Ich habe mit mir meinen Grog geteilt. Und du fällst mir so den Rücken. Alter, das hätte ich nie gedacht. Nie von dir, nie im Leben. Ja, fein doch so ein bisschen. Deine Crewmitglieder haben mir erzählt, dass du mich über den Tisch gezogen hast. Das ist gar nicht wahr. Ich habe mich sogar zum Grog eingeladen. Ja, aber das letzte Mal hast du mich über den Tisch gezogen. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Dann habe ich gar nicht, das war ein fairer Tausch gewesen. Danach habe ich dich zum Grog eingeladen auf meiner Insel zum Feiern. Ja. Ihr fehlt mir noch das Gold. Im Rücken. Ja, du solltest ja auch vorbeikommen. So, Herr Lampe. Was ist denn mit dem Gold, was ich noch kriege? Sie kriegen gar kein Gold von mir. Wieso das denn? Weil ich den Leuten gar kein Gold schulde. Doch, sie haben doch den Zettel. Ja, das ist totaler Humbug, ist das, was da draufsteht. Die habe ich schon dreimal zerrissen. Das geht so. Ja, die Schulden nicht wissen. Das kennen wir auch zu Jute. Ja, aber die Bösen, ne? Ja, natürlich seid ihr. Ihr fahrt doch hier von Land zu Land und raubt alle aus. Das überhaupt gar nicht. Natürlich. So, wie wollen wir jetzt hier fortführen? So, das Thema ist ja das. Sie haben jetzt kein Schiff mehr. Richtig? Ich habe sie nicht verstanden, tut mir leid. Ich habe gerade Grog zu viel. Ja, hier, ich habe hier auch noch was für Sie. Gucken Sie mal. Hier drinne. Mikrofon aktiviert. Ich steig doch nicht in den Käfig rein. Weiter zu euch. Wahrscheinlich gehst du da rein. Da geh ich nicht rein. So, ich hab ihn da was drin gelegt. Ab da rein. Los. Aber ganz schnell. Sie können doch hier nicht, wenn wir sie jetzt mitnehmen, einfach auf dem Boot hin und her laufen. Wenn nicht, dann bitte tot, Junge. Mikrofon aktiviert. Jetzt seid ihr ganz mutig, ja? Jetzt seid ihr ganz mutig, wenn ich hier alleine bin. Rein mit ihm, Leute. Mikrofon muted. So, Abfahrt. Lass die Frau am Strand. Mikrofon aktiviert. Abfahrt, lass die Frau am Strand. Und die Schatten? Bitte was? Alter, ihr lasst die Frau in Ruhe, sonst habt das mit mir zu tun. Lass uns. Lass uns doch mal zurück. Ja, mal kicken, wer das eigentlich dir, ist. Fass dir die einmal an, ist was los. Dann lebst du mich von der wildesten Seite, mein Freund. Wenn ich dir die Kehle mit einem stumpfen Messer durchschneide, lass die Frau in Ruhe, das war ein Mannes so, Wort gewesen. So, Ruhe jetzt. Mikrofon. Die Frau, die am Strand steht, die kann an Bord kommen. Wir haben Getränke und Essen an Bord. Nein, die kommt nicht an Bord. Ach, die hoben wir einfach. Sie haben ihr Wort darauf gegeben. Gar nichts haben wir gegeben. Sie können hier bei der Leiter hochkommen. Nein, sie kommt nicht so. Halt die Stauze jetzt. Oder kriegst du einen Bogen. Ja, ich würde sagen, du knebelst ihn mal. Damit er nichts mehr sagen kann. Ey, der hat eine Pistole. Mikrofon aktiviert. Und ich brenne. Junge, das machst du aber nicht nochmal, ne? Ich hab dir gesagt, Frau, lass die Frau in Ruhe, sonst dreh ich dir komplett am Zeiger, welche die Käfig durchspeisen muss. So, gib mir jetzt die Waffen. Wir wissen, dass dein Wort nichts wert ist, also. Gib mir jetzt die Waffen. Oder ich muss ja erschießen. Ich werde ihnen gar nichts geben, solange wie sie mir nicht das Wort drauf geben, meine Frau in Ruhe zu lassen. Pass auf. Entweder gibt's jetzt die Waffen oder die Art sofort. Ihr habt das Wort gegeben, Alter. Habt ihr gar keine Ehre? Was für eine Ehre? Ja, dann frage ich mich auch.
So, Waffen. Leg die Waffen, nieder. Los, oder die hat dich sofort tot. Ihr lasst sie in Ruhe. Du klangst nicht in Ruhe. Ich leg meine Waffen nur wieder, wenn ihr die wirklich in Ruhe lasst. Ansonsten nicht. Ja, machen wir. Ich verspreche dir das. Gib jetzt die Waffen her. Deine Mutter. Meine Mutter war ein Seehuhn. Da schwör ich drauf. Wer schießt denn die ganze Zeit? Leg nicht. Schießt du? Ein paar Sachen. Die Frau ist weg, Leute. Die Waffe runter. Und jetzt lass die Frau. Wer schießt denn? Schießt du? Ich mache gar kein Licht. So, jetzt gib mir die Waffen her. Ich komm nicht ran an ihn. Wo ist die Alte denn jetzt? Da, wo ich jetzt hinschieße. So, ich komme jetzt rein und sie hängen mir ihre Waffen auf. Fangen wir mal an wieder. Und sie... Sie... zielen hier auf den Herrn Lampe. Herr Lampe, kommen Sie mal her ans Gitter. Kommen Sie mal her ans Gitter. Kommen Sie mal her ans Gitter, Herr Lampe. So, jetzt kriegen Sie Hand. Ja, ich bin noch da. Jetzt drehen Sie sich mal um. Ja. So, jetzt kriegen Sie Handschellen um. So. Und dann werde ich jetzt Ihnen die Waffen abnehmen. Microphone activated. So, hier haben sie noch ein bisschen was. Hier haben sie noch ein bisschen was zu trinken. Microphone activated. Was zu trinken? Der Hund, Den Säbel ab. So. Komm rein, hol dir. Junge Frau, wo sind sie? Wir haben Essen, Brot und Wasser. Sie können ruhig herkommen. Ich hab gesagt, ihr sollt die Frau in Ruhe lassen. Oh, können Sie den jungen Mann noch mal knebeln? Das kann doch nicht wahr sein. Microphone activated. Pass mal auf, du Sacken, ja, wenn du jetzt nicht aufhörst, ja, zieh ich dich direkt in den Käfig an. Mir ist das scheißegal. Mach da was du willst, komm ran hier. Trau dich, du Hund. Leg den Säbel jetzt weg. Ihr vergreift euch an wehrlosen Frauen. Wieso singst denn du? Weil wir angegriffen werden, ihr Träumer. So, jetzt kommt meine Freunde, jetzt seid ihr am Arsch. Beweg dich! Ja. Alles im Bereich. Sobald wir irgendwie was machen, und sag deinem Freund mal Bescheid. Ja, ich weiß noch eine Flasche von drauf. Nö, das werde ich bestimmt nicht mehr. Aber sobald wir irgendwie, dass die Risikoart wert wissen, werden. Ich muss das Boot reparieren. Legt euch doch einfach. Ja, wir haben gerade keinen Wind. Ihr werdet untergehen, ihr Ratten! Wenn, dann wirst du mit untergehen. Mann, Eck. Schießt du auch da oben? Eigentlich nicht. Warum machst du nix? Kann nichts machen. Du musst sie anvisieren. Geh an das Steuerpult. Steuerpult? Ich finde das Steuerpult nicht. Wo ist das? Hier ist kein Steuerpult. Ich sehe kein Steuerpult. Oder an das Segelding hinten ran. Das kommt davon, wenn man sich mit der grünen Lampe anlegt, mit den Iliaden hat. Niemand! Sich weichen!
Alter! Iliada für alles! Ich bin hier Dritte! Ja, ich hab's gerade gesehen. Ihr geht heute mit unter! Aua! Der haut mich! Hallo! Du wirst hier an Bord angegriffen! Ihr bleibt hier! Schieß ihn! Mann, what the fuck? Hey, da wird einen hochkennen bei euch! Ja, ich kann leider nichts machen! Guten Tag, der Herr! Oh Scheiße, ich bin gleich tot. Dann renn weg, Hara! Wir sind damit! So, der erste ist tot. Der zweite ist auch tot. Jo. Da hinten ist noch einer. Den mach ich fertig. Machst du aufs Schiff auf? Hinten vorne, ganz vorne ist noch einer. Die Gallone sinkt, Leute, die Gallone sinkt. Ja, super. Jetzt? Na, geht an Land. Der ist jetzt untergegangen, der war im Käfig drin. Eigentlich müsste er ertrinken. Hat ein Slot, wir haben überlebt. Komm, Pit, komm, zu uns! Hör auf, die Leute zu rufen! Die helfen uns! Scheiß drauf, komm jetzt! Wir müssen jetzt ins Landinnere wegrennen. Okay, ja. Hört sich nach dem Plan an. Ich hab das Waldbild mit meiner Muskete erwischt. Der Ding ist sitte. Den Lampe, den habe ich gefesselt. Der ist im Käfig drin. Der ist jetzt untergegangen. Den konnten sie nicht befreien. Ich konnte auch nicht so schnell das Boot reparieren, weil oben hat keiner geschossen. Ich musste alles machen. Wir haben auf jeden Fall verschiedene Sekt, ne? Ja, zwei habe ich hingekriegt. Deshalb, das wäre eigentlich jetzt bloß noch. Alter! So, ihr seid alle da? 1000 Typen, Alter! Ja, das ist unsere Company. Nee, das sind alles rote, die ich hier vor mir hab. Wie? NPCs, ne? Ja, das hier sind alles unsere. Die töten? Nein, das sind alles unsere. Nein, das sind nicht unsere. Doch, 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 doch. Oh shit, ich sterbe.
Wieso, was brauchst du? Keine Ahnung, ich gehe einfach unter. Nee, hier. Wieso, wo bist du denn? Ja, kurz vor Land. Ach, du bist nicht bei uns. Nein, aber bei ihm ist jemand, bei ihm ist ein Roter. Aber ich kann nicht mehr schwimmen. Warum? Einfach nach oben drücken, Hara. Es geht nicht. Doch, Hara, ich sehe dich. Da bist du. So ein scheiß Manta rauchen. Einfach nach oben drücken. Ah, jetzt geht's. Ja. Alles gut. So, ich pfeife jetzt, die sollen mein Target angreifen. Wenn was ist, die greifen mich an. So, Hara, komm her. Ja, ich... Ach doch, ich versuch's doch, aber irgendwie geht's nicht. Hast fast geschafft. Dauert ein bisschen, Hara. Sind irgendwie 61 Leute oder so weit. Alter, die hat viel aus. Hey. Die werden was anderes angegriffen, die da. Ist nicht unser Problem. Ja, so. Da hinten sind sie auf jeden Fall. Und wir hauen jetzt ab. Wie sieht's aus? Euer Trinken und Essen. Ich hab ein bisschen was mitgenommen. Ganz schlecht. Essen habe ich auf jeden Fall. Einfach weiterlaufen. Hopp auf jetzt! Bewegung! Knüpfen die uns auf. Ja, ich weiß. Ich muss mal kurz raufkicken hier auf die Karte. Oh Gott, wir haben da ein ganzes Stück. Sowas von am Ende, ne? Ich brauche ein bisschen Pause. Ich bin fast ohnmächtig. Ja, deshalb sage ich ja, wo bist denn du? Hinter euch. Nee, bist du nicht. Lauft mal, ich bin hinter euch. Komm her, Hara. So, warte mal, bleib mal stehen. Du kriegst jetzt von mir das hier. Und... Mann. Das hier. Und das hier. Das muss erstmal reichen. So, und jetzt hier hintereinander weg. Da vorne ist ein NPC-Hafen. Den habe ich gesehen, da können wir uns ein Boot schnappen und abhauen. Fickt euch. Scheiß auf die Leute, Hara weiter, scheiß drauf. Ja, die Leute scheiß drauf. Die kommen mir schon hinterher. Ladet eure Waffen nach, wenn ihr noch Waffen habt. Oh Gott. Ja, ich bin da. Aber ich werde immer sofort ohnmächtig, wenn ich schnell laufe. Ne, dann lauf doch normal. Ja, mach ich doch. Wisst ihr, was wir vorhaben? Was? Lauf weiter, Hara, ich bin hinter dir. Ja, wir müssen einmal rum um das Ding. Ich habe da vorhin einen kleinen Hafen gesehen. Sonic ist halt gestorben, ne? Der ist jetzt eigentlich ertrunken, ja. Außer die haben ihn jetzt gerettet. Nee, glaube ich nicht. Da haben die ihn gerettet. Was? Alter, nee, da kann man keinen retten. Der ist bis auf den Meeresgrund gesunken, da mit dem Schiff. Ach, richtig. Das geht gar nicht.
Ja, hier kommt man nicht weiter rum. Hier müsste man sonst rumschwimmen, das wäre echt blöd. Ich komme wieder zurück, wir müssen anders rumlaufen. Wirklich wieder zurück, Alter. Doch, das geht nicht anders, wir kommen hier nicht weg. Ach, ich hab noch die Lampe an. Warum sagt nicht keiner? Ja, ich brauch nicht so viel beten von dir. Also ich würde sagen, wir sollten lieber schwimmen, weil wenn wir jetzt komplett in die Insel rumrennen, dann haben die uns. Wir müssen echt immer rumschwimmen, das ist echt eine ganze Menge. Was denn haben die uns? Sie müssen schwimmen. Oh Gott, ich hänge fest. Scheiß NPCs. Aber ich glaube nicht, dass sie warten da drüben. Die können, glaube ich, locker darüber gehen. Kann die einer mal anpfeifen hier vorne? Was? Und den anderen hier ohne, den hier, wo ich jetzt hier stehe. Was? Bei Schaffzahn? Ja, das können wir ja nicht wissen. Also ich würde sagen, erstmal zurücklaufen. Wir kommen hier nicht rum. Und schwimmt, das ist echt zu lange, dann gehen wir unter. Ich bin doch schon hier da, ich habe schon wieder eine Insel gefunden, wo man drauf kann. Ja, genau, schräg gegenüber. Wir müssen einmal ringsherum, um diese Insel, wo wir jetzt sind. Oh. Wo bist du jetzt? Ich schwimme gerade. Um diese, wo wir drauf sind. Ja. Okay. Dann komme ich jetzt auch hinterher. Was ist denn ein Schafzahn? Du hast sagen, hi. Ich glaube, du bist gestorben, oder? Nein! Du schwimmst gerade weiter! Aufpassen, da gibt es Mantis-Teile, da müsst ihr halt jetzt zuschlagen, dass das Teleskop oder was das ist. Das Mantis wieder mal spielt. Ah, ich sehe da schon etwas. Das ist irgendwo auf dem Berg was aufgebaut. Nee, das ist kein Berg. Das ist unten. Das sind Bären zu überleben. Lass uns nicht aufknüpfen. Doch nicht. Was sagst du? Ich hab da gerade mehrere Crewmitglieder von denen umgebracht. Also ich glaube, die sind da auch nicht. Ich hab auch zwei umgebracht. Und nicht nur, ich hab auch keine NPC, sondern auch ein Richtchen umgebracht. Ein Zwerg. Hey. Ich hab auch einen richtigen Mund gebracht. Mir reicht ja das Weißbild umgebracht. Genau, und jetzt hier rechts drin. Hier rechts von hier, oder was? Ja, da rechts drin. Und da habe ich vorne einen Hafen gesehen. Okay. Und da können wir uns eine Schoner machen und nach Hause segeln. Ich glaube, mit drei haben wir versenkt. Also schon ein Großteil der Flotte, ne? Ja. Ja, geht auch wieder raus. Jo, und wenn wir das Schiff jetzt sehen, dann gehen wir das entern. Ist mir jetzt völlig egal. Wir haben hier noch Leute. Wir könnten das Schiff eigentlich komplett einnehmen. Wir sind Piraten.
überhaupt an Land gegangen sind, um uns zu jagen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die gesehen, wir sind in die eine Richtung gelaufen. Und wenn wir jetzt von der anderen Seite kommen. Hey Jungs, wo seid ihr? Wo bist du denn? Ja, ganz weit hinten. Gerade durch diese Stufe. Ja, immer um die Insel rum, um die wir jetzt rumgelaufen sind. Immer rechts bleiben. Okay. Sag das einfach für nicht zu viel Skalp. Ja, natürlich nicht. Die Rüstung, die stecke ich mir in den Arsch rein. Das ist so ein Typ gerade angehabt. Ja, genau. Gerade den Captain gerade. Ja, die glauben mir alles, glaube ich. Das ist ganz unterschiedlich. Wie lange das so vermasselt geworden ist von dir. Von dir, genau, von dir. Ich sag halt, ich hab Scheiße gebaut, aber wir haben es überlebt. Ja, toll. So, ich sehe die Stadt auf jeden Fall. Bist du Scheiße, komm her! Ich schlag dich, du Scheiße. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Oh Mann. Ein NPC. Ich schätze nicht. Na gut, na dann laufen wir querfeld ein. Okay, nie, ob die noch da sind und. Ja, ich brauche auch Wasser. Also, weißt du, wie das geht? Hinlegen? Ja, hinlegen. Und dann mit der Hand. Genau. Was denn jetzt? Warte hier an der Stadt auf Hanna. Gut, dann hier alleine los. So, ich bin gleich da. Alles gut. Der ist gleich da. Arthur William Hawk. Also, da lebt noch irgendeiner. Und die töten gerade Crewmember von uns. Was wird, dann töten wir die dafür. Naja, deshalb sage ich ja, die stehen auf jeden Fall mit dem Boot noch da. Deshalb beeilt euch, dass er herkommt. Komm, Hanna ist auch gleich neben mir. Wir schwimmen dann dahin. Versucht, dass ihr nicht. Genau, Enter-Detail. Wir versuchen, dass wir nicht getroffen werden. Und ich habe gerade zwei Grogs getrunken aus Versehen. Alter, dreht sich alles bei mir. Das ist ja der super Klassiker. Wer hat alles von euch ein Gewehr? Ich hab eins. Glaubst du, kriegen wir zwei Schuss einen weg? Ja, locker. Wo ist das Gewehr? Ne, ich hab kein Gewehr mehr. Ich hab drei Pistolen. Ja, er muss leider läuft nicht so schnell. Ich sehe nichts mehr. Bei mir ist alles verschwommen. Ey, wo seid ihr? Also du warst gern rechts von mir.
Oh, da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Rechts von uns. Bin ich hochgelaufen oder was? Nein, da ist ein Wolf rechts von uns. Bin ich. Wo ist der? Genau hinter uns. Eisdock, bleib stehen. Der Wolf. Da erschossen werden? Ja, ja. Ja oder nein? Ja, den Wolf erschießen. So, wo bist du denn jetzt? Ich bin jetzt, ich sehe euch. Jetzt? Loading fast? Und die Jungs da, die Dinger in die Luft jagen von uns? Oh, ich hab sie. Wieder ein Schiff. Wo siehst du denn das Schiff? Rechts. Ja, da müssen wir jetzt ganz schnell hin. Da müssen wir jetzt ganz schnell hin. Deshalb, die verballern das jetzt bei den Crewmitgliedern und wir versuchen jetzt auf die Insel Ruff und versuchen das Schiff dann zu entern. Ohne Enterhaken. Ich hab keinen Enterhaken. Ich hab noch einen Enterhaken, komm her. Ich bin hier ganz vorne. Eisdock, hast du auch einen Enterhaken? Ich hab auch einen Enterhaken. Soll ich hier auf dem Felsen hoch? Hara, hier. Ja. Schlange. Ist doch nur eine Kleine. Ich würde auf jeden Fall auch hier links am Felsen hoch und dann... Jetzt sind noch zwei. Ein Schiff steht. Aber die ganzen Crewmitglieder kommen nicht rauf. Ja, wir müssen da jetzt hinschwimmen. Wir müssen reinschwimmen und sie sehen. Welches Schiff sollen wir einnehmen? Das rote oder das braune? Versucht mal nach links zu nach rechts zu schießen. Da irgendwie, da hinten irgendwo rennen. Und ich versuche jetzt hier hinzuschwimmen. Ist mir egal welche. Das große versuchen wir zu holen. Versucht einfach mal irgendwie hier rinzuschießen. Kann ich den Enterhaken wieder lösen? C. Die schwimmen mir doch alle hinterher. Ja. Ich schwimme jetzt Richtung Grad Galone. Ihr sollt mal schießen in die mit der Gerflan da oben irgendwo rin. Der Flairgun. Ja, und versucht dann schnell hinterher zu kommen. Komm nicht weg hier. Blockier mich hier. Ja. Kann nichts machen. Ey, die sind weg, glaube ich. Die sind weg. Meinst du? Nee, guck mal, die haben die Luken ausgefahren. Die greifen jetzt gleich an. Lass sie kommen, aber dann kommt zurück. Also meine Crew schwimmt da jetzt gerade hin. Ich versuche jetzt mich ja an Bord zu schleichen. Ich lock sie mal an, okay? Hara, ich bin wieder an der Insel. Ja, ich bin auf. Nee, ihr müsst hier mit an Bord kommen. Ja, ich bin, direkt gleich da. Oh. Down up.
Die können mich nicht unterscheiden von den anderen, habe ich den Eindruck. Kommt mit an Bord! Ja, ich bin doch recht da! Hast du schwommen? Hey, ein bisschen, das rote oder das weiße? Ich bin bei dem Kleen. Okay, komm mal. Was für ein Kleen ist? Gibt das rote oder das braune? Das braune ist das kleinere von den beiden. Ich muss jetzt auf jeden Fall nachladen. Aufpassen. Der andere macht hier das Flammenwerfer rum. Ja, ich muss auf jeden Fall nachladen. Das Boot wird gleich untergehen. Welches die Helios? Das, auf was ich hier drauf bin, wo alle Crewmember drauf sind. So, jetzt mal nicht ablenken. So, die zwei weglegen. Die drei und nachladen. So, die kämpfen jetzt hier auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid unterwegs. Ja, ich bin gleich hinter dir. Ich bin direkt da. Ich bin jetzt hinten dran bei der Helios. Digga, weg. Finger weg vom Steuer. So, die Frau ist schon mal tot. Oh, die Frau ist tot. Microphone activated. Ich spiel nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr da. Ja, dann geh aber vom Bord, weil das Boot sonst immer weiterfährt und ich sonst wo lande. Microphone activated. Ja, gut, das Boot ist unsatt. Ja, aber ich bin halt jetzt hier ganz weit weg. Ara, wo bist du? Da bist du auch am Schiff gerade, ne? Ja. Ja, dann hau ihn auch ab. Ja, so lass uns losbauen. Okay. Komm auch da, oder? Ja, die schießen hier gerade auf das Boot und versenken das fremde Boot. Wo ich drauf bin. Ich kann halt nicht schießen. Wie geil ist das denn? Ich kann nicht zurückschießen, es kotzt nicht an. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal Essen. Und ich bin raus. Noch wir zwei. Nur noch wir zwei, Hara. Nur noch du und ich. Oh, what the fuck. Ja. Nur noch ihr zwei. Aber schönes Ding. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, ja, da. Sag mal, komm. Sorry, aber die Klamotten tue ich jetzt weg, Alter. Nimm das Palais in Recht. Die kommen wieder zurück zur Insel. Ja, super, was soll ich denn machen jetzt? Da kann ich die Klamotten, die brauche ich nicht weg tun. Weck mich doch. Ja. Was soll ich tun? Tauchen oder komm an Land jetzt, wo bist du? Ich gehe so rum.
Oh shit. Tatsächlich wieder zurück. Ja, vor allen Dingen, das ist ein Boot, was viel, viel später kam. Warte, da Rüstung los. Genau, wenn die Rüstung los. Hier, scheiß auf die Rüstung. Einziehen. Hast du gehört? Ja, dann suchen sie euch wahrscheinlich. Hi, Sirk. Ja? Ich hab so ein bisschen Angst. Haben sie uns am Arsch. Ich glaube, es ist wahrscheinlich nur einer. Alter, was hast du denn für eine fette Tussi da hinter dir? Die beschützt ihn. Ja, genau. Glaubst du, kaufen wir uns ab, dass wir nicht die sind für uns halten? Das glaube ich eher weniger. Da oben, ich sehe ihn. Schmeiß alles weg. Ach, das ist nur ein Pilot. Das ist nur einer. Alles wegschmeißen. Komm, jetzt muss ja. Alle Klamotten weg. Ja, Palais. Ihr wart auf einem Schiff und... Ich kenne ihn überhaupt gar nicht. Ja, genau. Sollen wir weggehen, Alter? Ja, ist klar. Ah, es sind zwei Typen drauf, Alter. Es sind zwei. Versteckt eure Waffen. Waffen? Ich weiß alle Waffen. Drei? Weg. Ara, komm, wir tun so, als ob wir solche Farmer wären. Alles wegschmeißen. Ja klar, alles weg. So. Aber hab ich auch keine Satz. Krok. Hab ich. Weg. Alles wegschmeißen. Außer eben halt essen und trinken. Oh, die Kugel auch weg, Farbe auch weg. Du müsst um Hilfe rufen. Ja, genau. Hara, das Weibsbild. Ja, ich hab gesagt, sie soll da stehen bleiben. Geh weg von mir, fettes Stück. Ah, jetzt. Gut, ihr spielt die Geschichte da schön zu Ende, ne? Ja, klar. Und dann sehen wir uns. So, was machst du denn jetzt? Ich segel zu dir nach Hause. Dir was einfallen lassen, dass uns vielleicht, wenn die uns gleich gefangen nehmen, dass du uns wieder befreien tust. Mit was denn? Weißt nur, dass die Haratox dann wollen. Was? Wer ist das denn? Kenn ich nicht. Richtig, die kennen dich ja nicht. Du kannst ja sonst was sagen, wie du heißt. Mein Name ist Bodo. Bodo Lampe. Nein, nur Bodo. Wollen wir die rufen? Ja, na klar, ihr müsst um Hilfe rufen. Hallo! Ich werde mal aus dem Channel rausgehen, ja? Und dann bis später. Papa! Schutz
zwei im Wasser vor uns? Nee, ne? Da ist ein anderes Schiff, da kommt noch ein zweites. Juhu!